der Kraftspule. Wir haben es endlich geschafft. Die neue Kraftspule wird die Energievorräte von Cybertron verdreifachen. Es ist eine große Errungenschaft. Aber können wir diese unbändige Kraft auch kontrollieren? Die nötigen Schutzmaßnahmen sind getroffen worden. Sollte sich die Kraftspule trotzdem überladen, wird sie durch Betätigen dieses Hebels ins All katapultiert, bevor sie explodieren kann. Springer, gib das Zeichen. In Ordnung, dann beginnen wir jetzt mit dem Feuerwerk. Wow! Haha, es hat geklappt! Die Kraftspule wird Cybertron jahrhundertelang versorgen. Und sie wird genügend Energie erzeugen, um uns Autobots endlich unabhängig zu machen. Wirklich eine erstaunliche Leistung. Ich hasse unsere rebellischen Geschöpfe immer mehr. Einst waren die Quintessenz die Herrscher von Cybertron. Bis uns die Vorfahren der Autobots ins Exil schickten. Und so oft die Quintessenz versucht haben, Cybertron zurückzuerobern, sind sie auch gescheitert. Bis jetzt! Um Cybertron wieder zu gewinnen, sollten wir uns Hilfe aus unserer Vergangenheit holen. Wie meinst du das? Ihr habt doch schon von den ersten kybernetischen Versuchen der Quintessenz gehört. Von den Transorganics. Transorganics, das ist doch nur ein Märchen. Nicht für diejenigen, die sie erschaffen haben. Sie waren unser erster Versuch, eine Art unterwürfiger Kriegsmaschine herzustellen. Halb Tier, halb Maschine. Aber die Verbindung war viel zu unbeständig. Und die Transorganics waren selbst für einfachste Aufgaben nicht zu gebrauchen. Ein Transorganic, der ursprünglich als lebende Energiequelle entwickelt worden war, stellte sich gegen uns. Ich habe damals beim Kampf gegen die Bestie eines meiner Gesichter verloren. Die Transorganics, die wir nicht zerstören konnten, sperrten wir in einen Kühlraum tief im Innern von Cybertron. Dann sind diese Gerüchte über ein Monster, das im Herzen von Cybertron haust, also wirklich wahr. Ja, und wenn wir dieses Monster befreien könnten, dann würde es mit Sicherheit alle Roboter der Welt zerstören. Und Cybertron würde endlich wieder uns gehören, aber... Wie können wir das Monster befreien, ohne dass es uns zerstört? Ich glaube, das sollten wir lieber den Decepticons überlassen. Ihr feigen, schwachsinnigen Jammerlappen! Warum sitze ich immer noch auf diesem kosmischen Abfallhaufen? Warum habe ich Cybertron nicht erobert? Und vor allem, warum bin ich von einem Haufen nichtsnutziger, vor sich hin rostender Schwachköpfe wie euch umgeben? Aber Galvatron, du weißt, dass wir Sweeps Energon brauchen, um wieder zu... Ihr wollt also Energie? Die könnt ihr gerne haben! Seid gegrüßt, Decepticons! Wir möchten euch ein Angebot machen. Quintessenz, ihr habt uns schon mal betrogen. Warum sollten wir euch jetzt glauben? Bitte, Galvatron. Jeder von uns macht doch irgendwann einmal schlechte Erfahrungen. Glaube mir das. Und warum sollen ausgerechnet wir die Quintessenz sein, die euch betrogen haben, hä? Ja, ihr seht eben alle irgendwie gleich aus. Macht euer Angebot. Hier... Neue Kraftspule der Autobots. Überlege, Galvatron. Genügend Energie, um die Decepticons zur stärksten Macht in der gesamten Galaxie zu machen. Ich warne euch, versucht ja nicht, mich zu täuschen. Und was soll das Ganze? Nennen wir es ein Freundschaftsangebot zur Stärkung des Bündnisses von Decepticons und Quintessons. Ein Bündnis, das während des letzten Krieges gegen die Autobots bedauerlicherweise etwas strapaziert worden ist. Und dieser stillgelegte Schacht soll wirklich zur Kraftspule führen? Das hoffe ich für die Gesundheit der Quintessons. Halt! Keinen Schritt weiter, Galvatron! Das wollen wir doch mal sehen! Feuer! Kommt mit! Sie werden uns verfolgen! Sobald wir die Kraftspule erreichen, haben wir genügend Energie, um die Autobots zu zerstören. Es verläuft alles genau nach Plan.
Schon bald werden die unwissenden Decepticons den Moloch entfesseln und alle Transformers werden dann zugrunde gehen. Das möchte ich auf gar keinen Fall versäumen. Kurs auf Cybertron! Ich denke, jetzt werden wir es mit den Decepticons aufnehmen können. Aber was machen Sie auf Cybertron? Und was wollen Sie denn bloß in diesem Schacht? Er wird doch schon seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt. Das ist die unterste Ebene von Cybertron, aber auch nicht die geringste Spur einer Kraftspule zu sehen. Ob die Quintessons uns wieder reingelegt haben? Galvatron, vielleicht ist sie hinter dieser Wand da. Endlich zurück! Was? Hier ist keine Kraftspule. Dafür werden die Quintessons teuer bezahlen. Ich wusste, dass es Zeitverschwendung ist. Was ist denn los, Scorch? Hilfe! Was ist das? Galvatron, hilf mir! Zerstör sie! Gib Feuer! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Galvatron, so tu doch was! Nein! Es sind einfach zu viele! Ich hätte nicht gedacht, dass die alten Stollen so tief runtergehen würden. Ganz schön gruselig, finde ich. Wie es aussieht, ist seit Jahrhunderten niemand mehr hier unten gewesen. Galvatron! Die Decepticons! Was geht hier nur vor? Was sind das für Kreaturen? Kommt mit! Wir hauen ab, solange die Autobots sie ablenken. Es muss doch einen Weg hier rausgehen. Dann finde ihn! Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Was? Dass wir von ihr wegkommen! Was ist das schon wieder? Das Ende von Wreck-Gun! Oh!
halten! Springer! Ja, los, Kumpel, deine Garantiezeit ist noch lange nicht abgelaufen. Also, ich hab's geschafft. Töte mich! Ah! Das Biest saugt die Energie aus den Robotern wie ein Vampir. Es hat Wrecker zum Energievampir gemacht. Vorsicht! Wenn wir es aus dieser Kammer rauslocken könnten, dann hätten wir mehr Platz zum Köpfen. Schon gehen? Wir sind gefangen! Ich muss transformieren! After these messages, we now return to the Transformers. Pop! RC! Nein, wir können jetzt nichts für sie tun. Vielleicht weiß Perceptor, was zu tun ist. Bald gehört Cybertron wieder uns. Ich nehme an, dass sie den Moloch inzwischen befreit haben. Und der zerstört jetzt wahrscheinlich gerade Autobots und Decepticons. Ausgezeichnet, mein Freund. Du wirst für deinen schlauen Plan belohnt werden, wenn erst alles vorbei ist. Mein einziger Wunsch ist es, die Kreatur zu zerstören, die mir das hier angetan hat. Er wird dir erfüllt. Es muss doch hier irgendwo rausgehen. Ich glaube da. Nein! Kommt ja nicht näher! Bleibt weg! Das dürfte jetzt reichen! Das ist doch unmöglich! Unsere Energie scheint sie offenbar geradezu magisch anzuziehen. Haltet sie auf! Ganz egal wie, aber haltet sie auf! Na los, ihr Feiglinge! Komm schon! Sei ein guter Soldat und hilf ihm! Galvatron, nein! Das kannst du doch nicht von mir sagen! Beeilt euch! Sie haben noch nicht genug! Schacht muss gleich da vorne sein. Du hast recht. Aber das Schloss ist eingerostet. Nicht mehr lange. Galvatron! Ich weiß nicht, welch ein Ungeheuer uns hier unten jagt.
Aber sollte es mich erwischen, dann sterbe ich wenigstens mit der Gewissheit, dass es im Universum zwei Autobots weniger gibt. Dafür blase ich dich um. Nein! Pass auf! Mich kriegst du nicht! Da! Friss das! Bist du verletzt? Nein, es geht schon wieder. Aber wo ist die Bestie? Sie hat plötzlich ein Loch in die Mauer gebrochen und sich davon gemacht. Sie läuft in Richtung Kraftspule. Und was ist mit ihm? Wir schicken später ein paar Junkians her. Im Moment ist er unser geringstes Problem. Das ist Alarmstufe Rot, Rodimus. Eine unbekannte Kraft unter der Oberfläche von Cybertron saugt unsere Energie auf wie ein Schwamm das Wasser. Was immer das Ding vorhat, es rast auf unsere Kraftspule zu. Rodimus, die Decepticons haben so eine Art Energiesauger entfesselt. Und jeder, der das Biest berührt, wird auch zu einem Energievampir. Wir müssen das Ding zerstören, bevor es unsere ganzen Energievorräte vernichtet. Wrecker! Springer! Sie können dich nicht hören, Rodimus. Ich würde sagen, sie leiden unter starkem Energieverlust. Und das macht sie auch zu Energievampiren. Ich frage euch, was können wir dagegen tun? Eine geballte Energieladung dürfte in diesem Fall eigentlich genügen. Wir müssen eine Kette bilden, Ultramagnus. Jetzt! Was ist passiert? Das wollte ich eigentlich von dir wissen, Cyclonus. Nichts wie raus hier! Galvatron, verrätst du mir, wohin unsere Reise geht? Ich habe noch ein Hütchen mit ein paar hinterlistigen Quintessons zu rupfen. Ich weiß nicht, warum sie uns darunter gelockt haben, aber das Biest zu befreien war gar keine schlechte Idee. Wie groß es geworden ist. Es frisst alle Energie, die es bekommen kann. Und wächst. Wenn es sich über die Kraftspule hermacht, dann ist alles zu spät. Na schön, dann müssen wir die Kraftspule eben loswerden. Meinst du etwa, wir sollen das Ding ins All schleudern? Es ist die einzige Möglichkeit. Lass dich ihn nie wieder blicken, hörst du? Seltsam. Wir nähern uns Cybertron und ich messe immer noch Energieströme. Der Moloch müsste die Energie des Planeten längst aufgesaugt haben. Ist vielleicht etwas schiefgegangen? Ich weiß es nicht. Da erscheint etwas auf dem Bildschirm. Ist es etwa ein Autobot-Shuttle? Nein, das ist kein Shuttle. Es ist organisch. Und metallisch zugleich. Nein! Nein! Wir haben nur noch ein paar Energiereserven. Wir müssen uns einschränken, bis wir eine neue Kraftspule gebaut haben. Gemessen daran, dass wir alle noch am Leben sind, ist das ein Preis, den ich gerne bezahle, Perceptor. Transformers will return after these messages.